Willkommen. Willkommen. Versuchen wir doch einfach mal so viele wie rein, wie geht, reinzuquetschen. Jetzt wollte ich es gerade vertauschen. Und zwar beginnen wir mit, ich hoffe, ihr erinnert euch an Typ 1, 2, 3 Fans. Wir beginnen mit dem Ausruf, ja, nein, es sind wieder Slice of Life und Typical Animes dabei. Also werde ich nicht auf jeden Airing Anime eingehen. Einfach weil ich von den Slice of Life und Typical Harem oder Comedy Animes nichts erwarte. Es gibt Ausnahmen, ja, sehr viele eigentlich sogar, die einen bestimmten Humor oder einen bestimmten irgendwas einbauen. Irgendetwas, das sich von den anderen Animes unterscheidet. Aber das ist nicht die Norm. Lest das Setup bei solchen Animes und gebt euch die erste Folge, dann wisst ihr, wie der Anime endet. Deshalb gebe ich mir solche Animes eigentlich eher selten. Hier machen wir eine kurze Übersicht über das, was mir jetzt beim Drüberscrollen so auffällt. Und beginnen tun wir bei Recreators. Ein Anime, bei dem Charaktere aus dem Anime in die echte Welt transferiert werden, also in die Welt ihrer Schöpfer. Als ich die Beschreibung gelesen habe, dachte ich mir, Mann, was für ein Keks von einem Anime. Aber so ein richtig krasser Keks. Ja? Wir reden hier nicht von so einem Butterkeks, ja? Sondern schon was von was Krasses. Okay. Zwei Butterkekse mit Füllung vielleicht. Dazwischen. Und dann mit Schokolade drüber geschmolzen. Und dann vielleicht noch ein paar bisschen was zur Verzierung obendrauf. Wie auch immer. Recreators bietet das Potenzial eines reinen Berserker-Fighting-Animes. Ja, die Leute spawnen in die Welt, krasse Action geht ab. So ist das allerdings nicht. Ich finde allerdings, durch die Tatsache, dass die Fighting-Scenes runtergedreht wurden, den Anime trotzdem sehr gelungen. Nicht nur, weil ich ein Typ 1-Fan bin, sondern auch, weil ich das Ganze als solches und als Geschichte relativ interessant fand. Dass überwiegend geredet und sekundär gefightet wird, hat mich eigentlich nie wirklich gestört in dem Anime. Ich muss sagen, Daumen hoch. Auf jeden Fall einen Blick wert. Dann haben wir Dinge wie gesagt, Ero-Manga-Sensei, eine typische romantische Geschwisterkomödie, wie sie in Japan ständig vorkommt. Weiß Gott warum. Shinanatsu no Taisai kann von der Beschreibung her irreführend sein, oder vom Namen her. Guckt ihr nicht, außer ihr steht drauf. Du siehst gleich, oder ihr seht gleich, am Anfang, Lucifer fällt vom Himmel auf die Erde. Und dann stellt sich raus, Lucifer ist eine Frau. Dann fällt sie von der Erde weiter zur Hölle. Bis dahin fand ich sehr interessant. In der Hölle wird sie erstmal von Leviathan vergewaltigt, die auch eine Frau ist. Dann gehen sie zu allen anderen erzherrschenden Dämonen, die alle auch Frauen sind. Und naja, Ende. Es ist ein reiner Fanservice-Anime. Und damit ist alles gesagt. Auf die zweiten Staffeln von Attack on Titan und Hero Academy sowie auf die Weiterführung von Berserk gehe ich nicht ein, weil es Fortsetzungen sind. Ja? Wenn, dann müsste ich auf die ersten Staffeln eingehen. Gin no Guardian ist ein Anime, bei dem ich mir mehr erwartet hatte. Ja? Da geht es um ein Game. Und dann erwarte ich etwas wie entweder Sword Art Online oder es gibt ein Buch über ein Spiel, das ich mal gelesen habe, das als Kinderbuch geschrieben wurde. Ich war 13, also passt es. Und in diesem Buch ging es um ein Spiel, das von einer künstlichen Intelligenz geleitet wurde, die allerdings kurz vor dem Tod des Erschaffers des Spiels nochmal umprogrammiert wurde zu einem anderen Zweck. Deshalb lenkt diese KI die Spiele auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das Spiel an sich ist allerdings so, dass die KI alles, was du auf deinem PC hast, scannst und dann die Musik sowie die Steuerung auf dich persönlich auslegt. Außerdem verbindet die KI Spieler so, dass zum Beispiel, wenn ein Spieler ein Fan von irgendeiner Mannschaft ist und die KI durch Informationssammlung merkt, ah, ein anderer Spieler hat ein zum Beispiel Trikot von dieser Mannschaft, das er nicht mehr wirklich braucht, erschafft diese KI Offline-Quests, die du machst, um dir in-game Belohnung dafür zu geben. Es bildet ein duales Spielernetzwerk und das ist total genial. Okay, bei Gin no Guardian wird das Spiel überhaupt nicht wirklich ausgereizt, ja. Es ist irgendwie total hingeklatscht, okay? Nicht, dass das Spiel als solches uninteressant oder scheiße wäre, sondern einfach, dass ich mir weit, weit, weit mehr erwartet hätte. Vielleicht habe ich es mir auch nur durch die erhöhte Erwartungshaltung kaputt gemacht. Aber ich empfinde das selbst als eine ziemliche Verschwendung. Gut, weiter geht's. Wir kommen zu Shingeki no Bahamut. Ein Anime über ein Mädchen, das gewisse Probleme hat, wenn es sich zu sehr von einem jungen Mann angezogen fühlt. Und das sich zu ziemlich vielen jungen Männern angezogen fühlt. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft, aber der Anime hat tatsächlich noch eine Handlung, eine Story,
Es gibt Tod, Kampf, Krieg, Gemetzel und gleich in den ersten Minuten sieht man, wie die Menschen sich gegen die Götter auflehnen. Auch wenn es natürlich wieder ziemlich gemacht ist und die Dämonen Namen wie Azazel tragen, während die Götter Namen wie Michael und Gabriel tragen. Ja gut, was soll's. Okay, sagen wir mal, was soll's. Und sehen über die sonstigen Namensgebungen im Anime hinweg. Leviathan, Bahamut, Jeanne d'Arc, das sind halt alles so Sachen, wo ich am liebsten immer dem Autoren eine klatschen würde, denn ich gehe auch nicht nach Japan, suche mir, keine Ahnung, irgendeine mythische Bestie oder sonst irgendwas raus und sage dann, yo man, so nenne ich jetzt einfach jede meiner Serien, weil es ist echt auffällig, wie oft sie so einen Müll benutzen. Ich kann verstehen, wenn ich jetzt einen Fantasy-Roman schreibe, dass ich meine Charaktere nicht Gertrud oder Tim nennen will, weil deutsche Namen klingt scheiße für mich, okay? Für Engländer mag es wieder passen oder so, oder für Japaner dann halt einen deutschen Namen zu benutzen. Aber wenn es schon Fantasy sein soll, soll es natürlich auch krass sein. Es soll sich ungewohnt anhören. Das kann ich nachvollziehen, aber es gibt halt irgendwo einfach Grenzen der Unkreativität, finde ich. Dann, ich habe den japanischen Namen nicht im Kopf, aber der Anime What is Wrong to Pick Up a, to Try to Pick Up a Girl in a Dungeon? Wie gesagt, hab den japanischen Namen nicht im Kopf, aber das müsste er sein, der englische. Wenn ihr das googelt, findet ihr das auf jeden Fall. Davon kam eine weitere Staffel raus. Ich dachte, also ich ging mit der Erwartungshaltung in die Staffel, weil ich mir selten Beschreibungen gebe, wenn es nicht sein muss. Ich finde Beschreibungen manchmal irreführend, außer bei so, ne, Slice of Life und so typischen. Ich ging mit der Erwartungshaltung einer zweiten Staffel an die Sache ran, musste aber feststellen, dass es keine zweite Staffel ist. Es ist tatsächlich, spielt die Staffel zu demselben Zeitpunkt wie die erste Staffel, nur aus der Sicht der Schwertkämpferin. Man sieht also zum Beispiel, wie die Minotauren entkommen konnten, ganz genau, um diesen Jungen dann da anzugreifen. Ja. Ist interessant. Ich bin ein Typ 1-Fan. Ich feiere es gerade deswegen, weil ich sowas selten zu Gesicht bekomme, bis gar nicht. Ja, so eine Parallelstaffel ist eine interessante Idee. Unabhängig davon ist es so, dass, ja, nicht ultimativ spannend, aber spannend genug. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die mehr Wert auf die Main Story legen, weil sie diese Main Story ja schon angebrochen haben, jetzt eigentlich viel, viel, viel lieber die eigentliche Story weiterverfolgen wollen würden. Aber man kann nicht alles haben und ich finde es eine interessante Abwechslung. Gut, weiter geht es mit den einzigen beiden Animes in dieser Airing Season, die ich noch nicht angefangen habe. Bei denen warte ich darauf, dass sie abgeschossen sind aus persönlichen Gründen. Saikaisuru Kado und dem Sakura Reset, glaube ich, heißt es, war es. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müssten die beiden sein. Zu denen werde ich euch also auch nichts weiter sagen können. Dann gehen wir weiter mit den Typ 1 nicht brauchbaren Animes. Also für alle Fans, die so sind wie ich. Clockwork Planet und Grand Blue Fantasy. Eine Katastrophe, um es vorsichtig auszudrücken, okay? Ganz vorsichtig. Denn Clockwork Planet bietet das Potenzial einer ungemein faszinierenden Story. Wird allerdings wahrscheinlich nur im Manga dazu kommen, dass man den auf den vollen Genuss kommt. Bei Grand Blue Fantasy ist es so, dass es eine ziemlich klassische Story und ein extrem klassisches Setup ist. Also wir reden hier von wirklich dem Beginnen des Animes und den Anfangszeiten der Anime-Filme. Da gab es das schon, ne? Junge Frau, also Junge trifft Mädchen, in den meisten Fällen fällt es vom Himmel und begibt sich dann auf seine lang ersehnte Reise irgendwo hin. Ja? Den mythischen Ort, die fliegende Festung, was auch immer. Okay? Tja, wie soll ich sagen? Für mich hält das nichts mehr bereit, aber ich muss sagen, dass ich mich daran erinnere, dass als ich diese Setups das erste, zweite, dritte Mal gesehen habe, ich die Geschichte eigentlich gefeiert habe. Es hängt mir nur langsam echt zum Hals raus. Und das Schlimmste ist dann auch noch die Eintönigkeit. Wir haben einen Hauptcharakter mit einer Fähigkeit und einem Traum und ein Mädchen, das dann entsprechend dazu spawnt. Das heißt, wir haben nicht nur einen extrem stereotypischen Charakter, wir haben auch noch ein extrem stereotypisches Mädchen. Wir haben das eine Mädchen, das unsicher ist, sich wegen alles egal was, ne, was man hier benutzt, sie entschuldigt sich wahrscheinlich sogar dafür, dass sie lebt. Ach so, ihr seht Gesten ja gar nicht. Ist vielleicht doch besser so. Auf jeden Fall, ja.
Es wird schon klar sein, worauf diese Entwicklung dieses Charakters hinausläuft, oder? Sie hat eine Fähigkeit, sie entschuldigt sich für alles und ist total unsicher. Während das Maschinenmädel aus Clockwork Planet total selbstsicher auftritt, aber schon gleich zu Beginn eine große Schwäche in ihrem Charakter enthüllt, nämlich, dass sie den Gedanken nicht ertragen kann, nutzlos zu sein. Wow. Ich frage mich, wie sich diese Charaktere entwickeln werden. Das wird bestimmt atemberaubend innovativ. Ja. Das Einzige, was ich eventuell interessant fand, waren die weiteren Charaktere, die bei Granblue Fantasy auf den Plan treten, und Granblue Fantasy als solches wirkt auch wie ein Anime, wo es zu ordentlich Action kommt. Solltet ihr also darauf spezialisiert sein, euch Action-Szenen reinzuziehen und sie aufzusaugen, nur zu, da werdet ihr eventuell nicht enttäuscht. Tja, was habe ich sonst noch zu sagen? Boruto und diese anderen Animes gucke ich alle so nicht. Dann haben wir nur noch zwei Stück. Und zwar einmal den, wo ein Aushilfslehrer an die Schule kommt und Magie unterrichten soll. Rap-da-da-da. Wenn euch das Setup bekannt vorkommt. Ja, es ist ein ultimatives Gebeite. Okay? Es gibt aber immer wieder solche Animes. Quasi diesen Anime in einem anderen Setup werdet ihr in 2-3 Jahren nochmal bekommen. So ist das eben. Ja. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so viele davon gesehen und da ich Typ 1 Fan bin, feiere ich sie trotzdem. Ich persönlich muss aber sagen, er ist nichts Atemberaubendes. Also er ist nichts Besonderes, aber er war unterhaltsam. Ja, und darauf kommt's ja an. Wir sind jetzt schon über die Zeit, aber den letzten Anime lasse ich mir nicht nehmen. Das ist der Anime mit der Hexe. Und wenn ich mich richtig erinnere, heißt der Zerokara Hajime no Maho. Die Charaktere sind klassisch. Die Charakterentwicklung ist klassisch. Alles ist klassisch. Bis auf das Setup und die Handlungsgeschwindigkeit. Ich behaupte, dass dieser Anime genug Handlung einbringt, um nach 25 Folgen auf dem Elfenlied-Stand zu sein. Okay? Elfenlied hat in 25 Folgen echt eine Menge Handlung reingebracht, finde ich. Es gibt mehr, aber ich finde, das ist schon ein echt guter Stand. Ja, wenn man das mit Animes vergleicht, die gerade airing sind oder vor einer Weile airing waren, gerade Animes mit sehr vielen Folgen, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ihr versteht sicherlich alle, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, dass gerade einer airing ist mit sehr, sehr vielen Folgen, wo es halt echt locker mal 20 Folgen ohne Handlung gibt und du guckst dir dann einen anderen Anime danach an und denkst dir, wow, die eine Folge hatte so viel Handlung wie 20 Folgen aus dem anderen Anime, whoop-di-doo. Hier ist es eben nicht so. Handlung ist hier extrem krass vorangetrieben, finde ich. Es ist nicht so, dass sich in Unwichtigkeiten ergossen wird, auch wenn es vorkommt, aber was soll's, ne? Kleine Details sind ja auch nicht schlecht. Und außerdem finde ich, wie gesagt, das Setup eigentlich gar nicht mal so übel. Ja? Muss man echt einfach dazu sagen. Man hat relativ klassische Elemente genommen, ja, die beiden von Natur aus verfeindeten Parteien, die sich dann romantisch näher kommen, Stück für Stück, etc., etc. Aber das Grundsetup und das Mischen all dieser klassischen Elemente zu einem vernünftigen Grundsetup machen den Anime in meinen Augen worth. So, das war jetzt, habe ich halt einige schon gesehen, einige noch nicht komplett angebrochen, ja, deswegen war das jetzt alles so ein bisschen improvisiert. Ja, ab der nächsten Season wird es dann natürlich für jede erste Folge ein Video. Und, beziehungsweise, zwei Folgen in einem Video. Was habe ich sonst noch zu sagen? Ah, ja. Zwei Animes sind da noch, die mir ins Auge gefallen sind. Jetzt sind wir sowieso schon drüber. Also machen wir die 15 Minuten einfach voll. Und zwar einmal der Anime, jetzt muss ich ihn in der Liste wiederfinden, weil ich die Dings nicht zuordnen kann. Wo haben wir es? Boso Shoujo, ein Harem-Anime, bei dem alle Charaktere weiblicher Natur am Anfang gleich sind, während der Charakter sich dann durch alle durchmäht und sie ändert, im Sinne von ihren wahren Charakter zutage fördert, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil ich das Harem-Genre generell wie Slice of Life und alles andere ziemlich uninteressant finde, da es selten Abwechslung in diesen Genres gibt. Ja, wie gesagt, ich bin ein Typ 1-Fan, ich achte da auf andere Sachen, aber... Naja, ich weiß nicht. Ne? Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Es ist der ultimativ klassische Shit.
Okay? Wie als würde ich eine Beschreibung lesen und da steht drin Kindheitsfreund. Okay? Und das ist dann eine Romance-Comedy. Ja, da weißt du schon, wie der Hase läuft. Ja? Diese Kindheitsfreund-Sache ist genau wie ein Mädchen vom Himmel fallen. Der ist Japaner so scharf drauf, dass das Mädchen durch ihre Decke fallen. Ein Loch. Bevor du es flicken kannst, regnet es. Und was machst du dann? Wasserschaden, Schulden, Ausziehen, andere Wohnungen, noch mehr Schulden wegen der Reparatur, die Kaution kriegst du nicht zurück. Ich weiß nicht, warum sie da so wild drauf sind. Und dann gibt es diesen anderen Anime. An der Stelle muss ich sagen, dass ich den Namen gar nicht mehr im Kopf habe. Der Anime hat 13 Minuten Folgen. Und da geht es darum, dass eine Frau Männer verprügelt. Also, eine Mädchen ist die lang verloren geglaubte Zwillingsschwester eines Typen und geht an eine Jungschule, um dort die Top-Position zu erreichen, indem sie sich da mit allen prügelt. Ja, das Mädchen hat's echt drauf. So ist das jetzt nicht. Aber, ja, es ist irgendwie, ja, Kenka Bancho Otome. Hab ihn gefunden. Ne? Weiß nicht. Hab ich irgendwie nichts für übrig. Obwohl, das sollte ich vielleicht so nicht sagen. Ich werde ihn wahrscheinlich gucken, weil mir langweilig ist. Aber er ist jetzt nichts Atemberaubendes. Ja, nichts Besonderes. Man hat ein paar Kämpfe, bisschen was von brohafter Entwicklung. Aber er ist mehr so irgendeine Story. Weil gerade irgendeine Story fehlte. So, versteht ihr? Mehr ist es nicht wirklich. Ja, wie gesagt, alle anderen Animes in der Season sind mehr so der ultimative Classic-Shit. Ja, ich will hier mal Tsukiga Kirei anführen. Und mit Classic-Shit meine ich nicht, dass sie alle sich gleich entwickeln. Ja, Fans von Slice of Life werden sich zwei Slice of Life Animes dieser Season angucken und sagen, dass sie komplett unterschiedlich sind. Und das mag auch so sein. Deswegen sage ich immer, lest euch die Beschreibung bei solchen Animes durch und guckt euch die erste Folge selber an. Denn bei Slice of Life sieht man dann ganz am Anfang schon, worauf es hinausläuft. Aber man kann natürlich vorher nie wissen, ob nicht vielleicht ein tragischer Unfall passiert und einer in der Slice of Life Comedy-Romans einfach stirbt. Ja, mag sein. Dann war es eine krasse Entwicklung. Aber letzten Endes, unterm Schnitt, war es immer noch das Gleiche. Ja. Mit minimalen Unterschieden. Bei Harem ist es genauso. Ob es nur ein Magical, ein Mecha oder ein Regenwurm-Harem ist, ist mir scheißegal, verstehst du? Solange die Charaktere gleich sind, das Setup gleich ist und du schon am Beginn predikten kannst, mit wem der Typ zusammenkommt, dann ist das für mich kein guter Anime. Ja. Gut, das war's. Eigentlich. Ich bin mir sicher, ich habe ein, zwei Animes vergessen. Aber, naja, was soll's. Nicht wahr? Dann würde ich erstmal sagen, euch noch ein schönes Schaffen. Und da hast du dein Video, ne? Wette gewonnen. Und ab jetzt wird es dann in der neuen Season, immer wenn ein neuer Anime kam, ein kurzes Mini-Video darüber geben. Jetzt haben wir noch die 20 eher voll gemacht als die 10. Ich hoffe mal, das gibt jetzt hier kein Problem. Ich schalte ja sowieso keine Werbung, also was soll's. Haut rein.